Die Alchemie des Reichtums aus dem Nichts wird eine neuerliche Plage über das Menschengeschlecht bringen. Der Nebel des Todes verhüllt das Land. Und jene, die nicht gewappnet sind, werden seiner stinkenden Umklammerung erliegen. Denn Gott kennt keine Gnade für jene, die sein Wort nicht achten. Und das Ende wird kommen. Und die Welt, unwürdig in seinen Augen, wird gereinigt werden von schwarzen Engeln, auf dass er eine neue erschaffe. Du! Ich kann dich sehen. Folge meiner Stimme. In die U-Bahn. Da keine Löcher in die Luft. Schnell! Verbindung zu mir. So kann ich auf dich aufpassen. Du wirst es brauchen. Kümmere dich erst um das Licht. Auf dem Klo ist ein Generator. Siehst du das grüne Licht auf der Karte? Jetzt kannst du was sehen. Jetzt
zurück in den Hauptraum und zieh dir die Monitore an. Siehst du, der Letzte, dem ich helfen wollte, ist ohne Pat rausgegangen. Eine ganz schlechte Idee. Aber da ist noch was Nützliches. Der Rucksack dort ist ein Bug-Out-Bag. Ein Bob. Den Inhalt brauchst du zum Überleben. Jetzt könntest du mal das Radar ausprobieren. Los, hol dir den Cricket-Träger und sei nicht zimperlich. Nicht als stillschweigende Übereinkunft der Überlebenden. Du willst doch auch, dass es jemand für dich tut, wenn du infiziert wirst. Gut gemacht. Nicht schön, aber es muss sein. Jetzt sieh dir den Bob an. Wie gesagt, darin steckt eine Pistole und Munition. Die brauchst du definitiv. Perfekt. Geh sparsam mit der Munition um und lerne schnell nachzuladen. Wenn du 20 Stunden wach bist, kannst du keine Entscheidung mehr treffen. Vernachlässige den Schlaf nicht. Geh zurück in den Hauptraum und sieh dir nochmal die Monitore an. Sie sind mit den CCTV-Kameras in ganz London verbunden. So wie die in dem Supermarkt in deiner Nähe. Je mehr Augen du hast, desto besser. Es gibt dort noch mehr Kameras. Ich werde dir zeigen, wie man sie hackt. Die Leute halten Kameras für sicher. Fest verdrahtet mit der Polizei, aber das stimmt nicht. Ich war bei den Fernmeldern. Ich kann dir das eine oder andere darüber erzählen. Zeit für den ersten Ausflug. Die Kameras reparieren sich nicht selbst und ein paar Besorgungen stehen an. Moment, ich öffne die Rolltore für dich.
kommst du nur mit einer Keycard. Irgendwo in der Station findest du eine. Benutze den Umgebungsscanner, um das Gebiet abzusuchen. Hier scheint es ruhig zu sein. Noch. Scanne den Bereich jetzt mit deinem Pad und sieh, was du dir krallen kannst. Einem geschenkten Gaul. Das ist sie. Safehouse ist mein Werk. Vor langer Zeit habe ich mich ein paar Amateuren angeschlossen, die sich Raben von Dien nennen. Wir haben Orte wie diesen befestigt, denn wir wussten, was kommt. John Dee hat die Pest vorhergesagt und den großen Brand von London, der sie beendete. Er kannte Pestopfer zu Lebzeiten und suchte sogar nach einem Heilmittel namens Panacee. Aber das ist ein Mythos. Du siehst so gut wie ich, dass nichts dagegen hilft.
Kenne die Tür mit dem Pad. Ich öffne sie dir von hier. Ich erledige das. Ich habe das zu deiner Sicherheit verriegelt. Okay, nun kannst du kommen und gehen. Scanne jeden CCTV-Verteiler, den du finden kannst, damit ich ihn hacken und die Kameras wieder aktivieren kann. Fantastisch. Deine Karte wurde aktualisiert. Ohne eine gute Karte bist du da draußen so gut wie tot. Leuchtraketen. Na, die könnten nützlich sein. Grünes Licht verwirrt die Dummköpfe.
In der Nähe ist ein Gully. Er führt auf dem schnellsten Weg zurück zum Safehouse. Riskieren, Blick. Manchmal ist Rückzug die beste Option. Gute Arbeit, Soldat. Ich trianguliere. Sie ist im Supermarkt. Sei vorsichtig. Dein Radar. Du musst es manuell nutzen, wenn du wissen willst, was sich an den blinden Stellen befindet. Er war mit dem Alarm verdrahtet. Schnell rein, bevor alle Pestbeulen im Umkreis angelaufen kommen. Supermarktalarms gekommen. Jetzt haben sie ein echtes Problem.
Barrikadiert. Mist. Such dir einen Hammer. Damit kannst du Bretter von den Türen schlagen. Wenn du schon mal da bist, greif zu. Klau, was du kriegen kannst.
Wenn du den Kasten findest, schließ das Pad an, um die Kameras zu aktivieren. Molotow-Cocktails sind Klassiker. Und Klassiker sind bekanntlich schwer zu schlagen. Gut, die CCTV-Kameras sind wieder online. Immer wenn du einen dieser Verteiler scannst, werde ich ihn hacken und deine Karte aktualisieren. Schau auf dein Pad. Abkürzung von vorhin und schieb deinen Arsch in einem Stück zurück ins Safe House. Thank you.
wieder einen verloren. Du bist also zurück. Vielleicht ist dir im Hauptraum eine Kiste mit Rabensymbol aufgefallen. Es wird Zeit, sie dir zu zeigen. Bist du vorbereitet? Steh auf! Eine Horde von Pestbeulen kommt auf dich zu. Du hast nur wenig Zeit, um dich vorzubereiten. Jetzt los! Gerade rechtzeitig. Da rückt eine Horde an. Achte auf das Radar! Wach auf! Da klopft gleich eine Riesenhorde an deine Tür. Mach die Schotten dicht! Eine Lehre sein. Nicht, dass da noch viel Verstand wäre, aber sie haben Jagdinstinkte wie Tiere. Und als solche sollte man sie behandeln. Nicht als Nachbarn, Freunde oder Verwandte. Sie sind tot und das, was ihre Gesichter trägt, ist nicht menschlich. Aber es sind schon ein paar durch. Du musst sie erledigen.
Du hast sie dir verdient. Leg dich hin. Ein Nickerchen wird dich wieder auf die Beine bringen. Ich hätte eine Idee. Ich glaube, wir sollten mal ein Auge auf den Buckingham Palace werfen. Vielleicht kommst du sogar rein, während die mit den Infizierten beschäftigt sind. Thank you.
Darin kannst du Waffen, Munition und Vorräte aufbewahren. Draußen kannst du nicht alles mit dir rumschleppen, aber ein gut gefülltes Lager hält ja alle Möglichkeiten offen. Also, immer rein damit. In den Buckingham Palace. Nur so kommen wir an bessere Waffen und Vorräte. Selbst wenn es von Pestbeulen wimmelt.
Alles wäre anders gekommen, hätte man auf John Dee gehört. Aber als er sah, was uns bevorsteht, war Elizabeth bereits tot. Und Jakob der Erste hatte nichts übrig für Propheten und Alchemisten. Er war so von schwarzer Magie besessen, dass er ein Buch über Dämonologie schrieb und Hexenjäger durchs Land schickte, um Hexen und Zauberer zu verbrennen. Die musste sich verstecken. Ach, diese Narren. Palace hat seine Vorzüge. Das ist nicht nur ein Gebäude, das ist eine Festung, ein Hochsicherheitstrakt. Du kannst deinen Arzt versichern, dass die jede Menge Waffen und Munition bunkern. Thank you.
dir die armen Schweine an. Sind hierher geströmt, weil sie dachten, die Royals würden sie schützen. Aber das Establishment kümmert sich nur um sich selbst. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Vergiss das nicht. Abgeschlossen, was? Mach nichts. Du musst das Schloss knacken. Finde ein Werkzeug. Mal aufs Dach. Jemand hat die Fahne falsch rumgehisst. Das ist ein Notsignal. Vielleicht lebt da drin ja noch einer. Trapper hier. Schätze, in der Nähe ist ein Raben unterschlupft.
Vielleicht findest du da, was du brauchst. Nicht mit denen rum. Zieh den Stift und wirf das Scheißding weg. Durchgehalten als die meisten.
vorbereitet? Komm schon, schwing die Hufe. Du musst in den Buckingham Palace. Nur da gibt es Waffen und Nachschub. Auch wenn dort Infizierte rumlungern. Duh!
Reichen nicht bis da unten. Du bist allein.
Hier hat alles angefangen und hier wird es enden. Versprochen. Schütz das Safe House. Dein Überleben hängt davon ab. Ah! Ah! Ah!
Reizende Frau, die Queen. Zumindest für eine jahrhundertealte Hexe in Menschengestalt. Aber ich sage dir, sie weiß Bescheid. Die Regierung wollte nichts von der Prophezeiung wissen. Die Queen schon. Hoffentlich schafft sie es nach Indien. Das Klima dort ist sowieso besser für Reptilien. Eine Sekunde. Das ist dein Weg hinein. Vorsicht, da unten kann ich nicht helfen. Du bist auf dich gestellt. Ich verliere dich. Muss abgeschirmt sein. Pass auf! Yeah.
da. Ich weiß, es ist das feinste Labyrinth. Aber das ist gut so, als Eindringling in der Fernwelt. Ich schätze, ich sollte Sie warnen. Hier treiben sich auch ein paar Infizierte rum. Eigentlich Omega Group Leute, aber. Tja, jetzt sind sie infiziert. Leider habe ich viel zu wenige Versuchsobjekte. Wehe, diese armen
immer mit der Ruhe, altes Mädchen. Am Ende, wenn es um Leben und Tod geht, kommt es nur auf eins an. Vorbereitung. Untersuch deine Umgebung, bestöbere alles nach Vorräten und füll das Safe aus. Und dann nimm, was nötig ist. Ich muss zurück an die Arbeit. Nehmen Sie sich einfach, was Sie brauchen, ja?
Das machen Sie wirklich gut. Die Wachen, die tun mir leid. Eigentlich gehöre ich auch zur Omega Group. Ich habe als Sanitäter begonnen, dann wurde ich hierher versetzt. Eine Schande. Die Jungs waren Elite-Soldaten. Nicht traurig, sie so sehen zu müssen. Der Engel schalt mich. Unwissen war die Blöße, die euch zuerst peinigte. Und die erste Plage, welche den Menschen heimsuchte, war das Streben nach Wissen.
Stein zum Schutz der Royal Family. Aber die Seuche hat uns kalt erwischt und all die armen Männer, die den Bunker bewachen sollen. Naja, irgendwie bewachen sie ihn ja noch. Hätten wir doch auf Dr. T gehört. Was hast du vor? Du verschwendest Energie und Zeit. Immer wenn du rausgehst, riskierst du Kopf und Kragen. Und für was? Hörst du mich?
Was hast du vor? Du verschwendest. Okay, du bist noch grün hinter den Ohren. Aber versuch zu zielen, bevor du abdrückst. Thank you.
zurück an die Arbeit. Nehmen Sie sich einfach, was Sie brauchen, ja? Oh!
hier erst recht. Schön leise. Was hast du vor? Du verschwendest Energie und Zeit. Immer wenn du rausgehst, riskierst du Kopf und Kragen. Und für was?
Bei einigen Subjekten fand ich in den heißen, entzündeten Bereichen der Leitung. Empfehlungen aus De Rimedi Secreti folgend, habe ich den Eiter zu einem trockenen Pulver reduziert und als Dekokt dem Subjekt injiziert. Gott möge verzeihen, dass ich mein eigen Weib Subjekt nenne. Dabei stellte ich fest, dass es das schwarze Blut in den Gefäßen zurückdrängt. Ich gewahrte die Röte ihrer einst rosigen Haut durch den Schleier der Krankheit. Doch...
Warten Sie. Da ist noch was. Das Ding, das Sie da haben, sieht aus wie das, was die Omega-Jungs rumtragen. Würden Sie mal rüberkommen, um diesen Infizierten mit mir zu scannen? Wir brauchen eine vollständige Analyse, um die infizierte Drüse zu isolieren. Der menschliche Körper ist wirklich faszinierend. Selbst wenn alle Lebensfunktionen erloschen sind, kämpft er weiter gegen die Infektion an. Fantastisch, ne? Das dachte ich mir. Sie müssen ihn erst von seinem Elend befreien. Füllen Sie die Spritze dann mit den Antikörpern aus der Infektionsdrüse. Das ist die letzte große Seuche. Die Waben ruhen nicht, die Zeichen sind da und die Seuche ist hereingebrochen. Genau wie es Magier die vorausgesagt hat. Aber das ist jetzt nicht wichtig.
Willst du hin? Auf eine kleine Plünderungstour oder was? Hier in der Gegend gibt's nicht viel zu holen. Diese armen Hunde mussten sich selbst schützen, von der Regierung im Stich gelassen. Diesen sogenannten Staatsdienern, die schleunigst nach Westminster und in den Palace abgedüst sind, hat auch nichts gebracht, hä? Hörst du das? Genau deshalb geht dieses Land vor die Hunde. Die Leute feiern, statt sich vorzubereiten.
Überrascht, dass noch jemand lebt. Okay, nicht jeder kennt dies Prophezeiung. Aber wie kann man angesichts des Weltuntergangs so blind sein? Unglaublich. Thank you.
irgendwie in den Raum kommen. Sieht aus, als könntest du durch ein Loch in der Decke springen.
klasse. Zwei Läufe für zweifache Schusskraft. Kannst du nicht rennen, kannst du auch einfach sterben. Halte immer etwas in Reserve. Thank you.
Verdammte Scheiße. Jetzt weiß ich, wo du bist. Bei Ron Friedman. Alles, was du dort findest, ist ein debiler Trottel, der die Raben von der Wahrheit abgebracht hat. Vorsicht, wenn du rein bist. Ron Friedman ist ein verlogener Eimer Scheiße. Glaub ihm kein Wort. Er lässt dich höchstens Hirngespenste jagen. Rons Wohnung ist im nächsten Stock. Du musst einen Luftschacht finden und hochkrabbeln.
Thank you.
Trapper hier. Das Signal wird schwächer. Ich verliere dich. Hier spricht Sandra an alle Raben. Nest 6, 18, 19, 22 und 34 wurden von Geiern überfallen. Die Sache ist im Fluss. Rob, melde dich. Ich bin Sandra. Wir verschwinden in weniger als 12 Stunden. Ron Friedman, wenn du mich ignorierst, dann schwöre ich. So antworte doch, Ron. Thank you.
Schwester hier. Hörst du mich? Da scheint es heiß herzugehen. Such die Küche und nutz den Müllflocker. Das ist der schnellste Weg raus. Lieber John, ich werde niemals vergessen, was du mir gegeben hast. Unsere gemeinsame Zeit war die schönste in meinem Leben. Aber jetzt die Erinnerung getrübt, ich möchte es beenden. Wir beide wissen, du gehörst nicht. Thank you.
Kontagione gefunden. Ach, das ist großartig. Hätte ich sie doch nur retten können. Ich hab's versucht und hab tatsächlich Fortschritte. Aber was darüber leben? Man kann es nicht Leben nennen. Ich bin fast froh, dass meine Omega-Kollegen das nicht erleben. Was? Oh Mann! Das ist Dees letzter Brief an Francis Bacon. Gnädiger Francis. Und so weiter und so fort. Ja! Er erwähnt den Panazee-Schlüssel. Also, die Raben glauben, diesen Schlüssel zu besitzen. Und sie müssen noch irgendwo in London sein. Ich weiß nicht wie, aber wenn sie sie finden und den Schlüssel beschaffen, könnte ich das Mittel herstellen. Bis dahin muss ich weitermachen. Ich habe der Queen und meiner Zunft einen Eid geschworen, die dunklen Ecken des Unwissens auszuleuchten. Und das werde ich. Passen Sie auf sich auf. Bist du ja. Was hast du da im Palast getrieben? Na egal. Ich hätte da eine Idee. Es wird von einem Militärlager am Palast berichtet. Dem Befehl hat Colonel Waverly, mein alter CEO beim Desert Storm. Sag ihm, der Prepper schickt dich. Du könntest ein paar bessere Waffen gebrauchen und ein wenig C4 könnte auch nicht schaden.
Die Raben von Sie rufen alle Überlebenden. Die Evakuierung beginnt, wenn die Glocken des Towers läuten. Ich wiederhole. Grünes Licht für die Evakuierung. Sandra Bloody Kelly. Ich dachte, sie wäre tot. Aber beachte sie nicht. Die Raben könnten nicht meine Orgie im Puff organisieren. Evakuierung? Scheiße. Die knallen dich hier ab und klauen dir deinen Pop. Altes C4. Im Kampf sinnlos. Aber es gibt nichts Besseres, um sich den Weg freizuschaufeln. Thank you.